Spiele-Podcast. www.spiele-podcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast, im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. Und rund um den Spieletisch herum, frisch zurück von der Messe in Essen, sind der Henry, das Blümchen, der Christian und auf Entzug die Michaela. Welchen Entzug hast du denn gerade? Ich weiß auch nicht. Spiele-Entzug. Spiele-Messen-Entzug. Richtig. Schrecklich. Die nächste Spielemesse in Essen ist erst wieder in einem Jahr. Ja. Aber sie ist diesmal so früh. Furchtbar. Die nächste. Ja, schon Anfang Oktober. Das heißt, der Entzug ist ein wenig gemildert. Ja. Aber wir haben schon unser Hotel gebucht. Ja. Wir noch nicht. Ja, siehst du? Immer noch nicht. Nein. Dann erzählen wir euch, wie es war. Ja. Genau. Ja, wir haben uns vor dem Spiel das noch Problem was Neues ist ja, ausprobiert. Wir wissen ja nicht, ob wir Donnerstag oder Mittwoch da sein müssen. Nee, steckt man ja nicht drin. Ne? Also wenn die Messe sich mal meldet. Ja, also wir wären auch mittwochs gerne mal dabei, ne? Aber das wird es irgendwann peinlich, wenn wir so betteln. Okay, dann hören wir auf. Aber man kann es trotzdem jedes Mal nochmal erwähnen. Ne? Das ist genau. So, Kinder, wir haben doch keine Zeit. Ne? Weil Eilif Svensson möchte sicherlich gerne wissen, was wir von seinem oder ihrem neuen Spiel so halten. Ich glaube, es sind eher Mangro. Ich hätte jetzt auf die Sie getippt. Ehrlich? Ja. Mit IF eine Endung? Ich hätte jetzt auch eher Sie gesagt. Elif. Was weiß ich? Elif wäre jetzt für mich auch eine Frau. Also mal die Anleitung, das ist doch bestimmt. Der Autor, sagen wir einfach, der Autor Mangrovias, nämlich von Zoch. Das ist auch ein Spiel, das ihr auf der Messe gekauft habt. Ja, richtig. Und wie viel hat es gekostet? Wir haben 25 auf der Messe gekostet, kostet aber normal 30 Euro momentan bei Amazon für 27 Euro im Angebot. Und wenn wir gerade bei den Rahmendaten sind, können wir ja gleich mal sagen, es ist ein Spiel ab 10 Jahre für 2 bis 5 Spieler und dauert so 60 bis 90 Minuten. Das kommt auch ganz gut hin. Also wir haben jetzt, war ja auch eine kleine Wiedereinarbeitung. Was heißt Wiedereinarbeitung? Für euch war es ja Erklärzeit mit dabei. Wir haben es ja schon öfter gespielt. Haben wir jetzt ungefähr 1 Stunde 20 gespielt, also gute 80 Minuten und das mit inklusive Erklärzeit. Also von daher, das finde ich echt okay und überschaubar, die Spielzeit. Und das, was. Ja? Es ist ein Mann. Der Autor bedankt sich bei. Na, siehst du, haben wir es geklärt. Und das, was wir jetzt vor uns sehen, ist ein großes Spielbrett mit Holzhütten und einer Punkteleiste. Richtig. Es gewinnt der mit den meisten Punkten. Na, richtig. Ja, aber mit den meisten Häuptlingspunkten. Ja, das stimmt. Nicht Siegpunkte. Genau. So. Und das ist im Zweifel das Blümchen? Natürlich. Wir können ja ganz kurz sagen, es wird halt ein neuer Häuptling gesucht und wir versuchen halt alle neue Häuptlinge zu werden auf dem Spielplan. Wir haben ein, wie ich finde, sehr schönes gestaltetes Spielertableau hier vor uns liegen. Mechanismus sind erstmal die Karten, die wir haben. Wir haben Kostbarkeiten und Landschaftskarten, die wir dann brauchen, um auf diesem Spieltableau zu bauen. Das ist ein, ich würde sagen, typisches Worker-Placement-Spiel, weil wir müssen unsere Hütten auf dem Spielplan verbauen. Dafür bekommen wir entweder Gleichsiegpunkte oder am Spielende. Die besonderen Mechanismen dabei sind, wir haben ein Feld, wo abgebildet sind, auf welchen Feldern wir überhaupt bauen dürfen. Wir haben nämlich hier verschiedene Landschaften, die können wechseln. Und wir haben die Aktionsmöglichkeiten, die ausgewählt werden. Das ist so ein extra kleines Tableau. Und das wird sozusagen durch ein Schiff angesteuert, der Reihenfolge 1 bis 12 fortlaufend. Und dementsprechend können wir unsere Aktionen ausführen. Das ist nämlich mehr oder weniger die Worker-Placement-Komponente hier. Genau. Wir setzen nämlich unser schönes Schäfchen dahin. Und der Gag daran ist eben, das Schiff fährt dann, nachdem wir jeder unseren Schäfchen gesetzt haben, einmal rum. Und dann werden einmal die Aktionen auf der rechten Seite und dann fährt sie auf der anderen Seite wieder zurück. Dann auf der linken. Das heißt, wer die erste auf der oberen Ebene zum Beispiel rechts hatte, ist dann aber der letzte links. Genau. Also, wir können entweder Karten aufnehmen, verdeckte oder offene, oder wir können halt unsere Hütten bauen. Und wie gesagt, bekommen wir dafür Gleichsiegpunkte oder später. Dann gibt es noch so kleinere Sachen wie zum Beispiel Steinkreis und Statuen, die haben auch noch besondere Bewandtnisse. Man kann auch Amulette noch sammeln. Man kann auf bestimmten Feldern nur mit Amuletten bauen. Und das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Genau, wir haben hier so Amulette. Genau, und am Ende gibt es Siegpunkte. Ne? Genau. Je nachdem, wie man es geschickt irgendwo positioniert hat. Ne? Ob man in bestimmten Reihen gebaut hat und da die Mehrheit hat oder in so einem Gehege. Ne? Genau, also, Gehege. Ja, so Loretto so ein bisschen. Ne? Nein, genau. Und man darf auch noch ein Säckchen greifen. Ne? Es gibt ein schönes Säckchen. Ach, wie schön. Ja, um Amulette zu, herauszugreifen. Ich habe sie eher gehalten für Weihnachtsgut. Ich dachte, es geht jetzt ein bisschen um die Weihnachtsinsel. Wir haben ja auch bald Weihnachten. Aber es sollen Amulette sein. Ja. Genau. Ja, dann sind wir ja schon soweit mit der Spielerklärung durch. Dann können wir zur Wertung kommen. Dann können wir. Es ist ja. Ja, Mensch, so schnell wie wir sind. Die nachfolgenden Sendungen beginnen heute 5 Minuten früher. Ne? Genau, richtig. Vielleicht können wir noch ganz kurz die Anleitung zeigen. Die sieht zwar wie ein Schinken aus, ist aber mehrsprachig. Richtig. Keine Angst vor der Anleitung. Ja, also da habe ich mich auch erst schockieren lassen. Ich hatte das auf der Spielemesse und habe gedacht, oh Gott, was ist das jetzt für ein Spiel? Und das ist aber wirklich nur mehrsprachig, von daher also nicht abschrecken lassen. Nee, genau. Wertung.
Ja. Dann würde ich sagen, fängt heute aus gegebenem Anlass, weil nämlich gerade Christian ganz schnell mal den Platz verlassen muss, das Büchchen an. Genau, ich wollte nämlich auch mich schon beschweren, weil ich habe ganz lange nicht mehr anfangen dürfen. Dann fangen wir mal heute an. Das ist auch sehr nett und das ohne, dass es abgesprochen war. Siehste, aus, ja. Das, vielen Dank. Danke. Also, zuerst möchte ich eigentlich sagen, es ist definitiv gelegenheitsspielertauglich, weil wir sind sehr, sehr schnell reingekommen. Die Regeln sind sehr überschaubar. Und mit deiner guten Anleitung von Michael und Christian war es auch wirklich sehr schnell zu durchdringen. Was ich besonders schön an dem Spiel finde, ist die Haptik, was bei Zoch natürlich sehr, sehr oft sehr schön ist. Also einfach diese Holzsteinchen. Es ist nicht wirklich irgendwas Neues, aber trotzdem hat es mir sehr viel Spaß gemacht, weil man hatte, es ging schnell. Klar, beim Anfang habe ich noch gedacht, jetzt muss ich richtig lange überlegen, weil ich müsste jetzt ja ein bisschen vorausplanen, kriege ich das nicht. Aber ich habe dann nachher irgendwann gedacht, naja, ich kann es auch in zwei Zügen bauen. Das heißt, ich habe eigentlich versucht, immer meinen Zug noch nicht ganz so definitiv durchzuplanen. Man kann natürlich auch mit Grüblern vielleicht lange Wartezeiten haben, hatten wir jetzt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob die entstehen könnten. Das hat mir auch sehr gefallen, dass man eigentlich keine langen Wartezeiten hat in diesem Spiel. Was mir auch gefallen hat, war dieser Umlauf, also diese Sache, man kann zwar irgendwie früh dran sein in der Runde und was vielleicht den anderen wegnehmen, aber hat dann den Nachteil, dass man seine Hütte dann aber erst zum Schluss bauen kann. Das heißt, man kann zwar planen, aber wird im schlimmsten Falle dann wieder dadurch boykottiert. Und mir hat es gefallen, dass es eigentlich für jede mögliche Aktion irgendwo Siegpunkte gibt. Das heißt, selbst ich habe auch Sachen unüberlegt gemacht, weil, wie gesagt, das erste Spiel und habe nachher irgendwo noch einen Sieg errungen, obwohl der ganz unbeabsichtigt war. Ich wusste gar nicht, dass ich da so ein tolles Feld belegt habe. Fand ich irgendwie einen ganz witzigen Nebeneffekt, dass ich da irgendwie noch Punkte abgegrast habe, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte. Ah, ja. Jetzt hast du schon eine Note gegeben? Nein, dazu wollte ich jetzt gerade kommen. Ich würde das Spiel gerne wieder spielen. Es ist aber auch für mich nichts irgendwas total neu erfundenes, wo ich sagen würde, so jetzt aber auch sofort gleich wieder oder sonst was, aber gerne wieder. Und das im unteren Bereich, ein Gut gebe ich dafür, 7 Punkte. Schön. Ja, von meiner Seite, also auch bei mir würde ich sagen, nicht nur würdig, tue ich sogar, sieht hübsch aus, also macht Lust sozusagen, es zu spielen. Ich finde ja auch schöne Spiele, wo es Siegpunkte mal gibt, mal, egal, ja, okay. Auf jeden Fall, was mich sozusagen, das habt ihr beim Spiel ja vielleicht auch schon gemerkt, nicht ganz so mitgerissen hat, ist, dass ich das Gefühl habe, ja, es ist nett, das sind irgendwie auch mit diesem Schiffchen, das da rumfährt, dass man erst mal am Anfang und dann wieder am Ende dran ist oder damit ein bisschen auch die Reihenfolge manipulieren kann. Aber es hat mich nicht so richtig gepackt, weil es dann doch für mich, wenn man so will, eigentlich doch ein sehr abstraktes Spiel ist. Natürlich ist es schön gezeichnet, natürlich sieht es aus wie eine Insel, aber es geht eben doch darum, genau zu planen, in welche Ecken man genau einziehen will. Und das war es eigentlich dann auch. Also so dieses richtig Spielerische, das rumprobieren und gucken, was passiert. Na gut, das kann man natürlich machen, das erkennt man aber auch dann auch erst am Ende, wenn die Endwertung da ist. Ich kann es nicht so richtig, glaube ich, in Worte fassen, aber es hat mich einfach so als Spiel nicht so richtig gepackt, weil es war dann, ja, es lief so, damit habe ich natürlich auch verloren. Das ist aber am Anfang für mich noch nicht absehbar gewesen, dass es so schlecht für mich laufen würde. Aber ja, vielleicht muss man es öfter spielen. Blümchen und ich haben es jetzt ja noch nicht so oft gespielt. Ihr habt es aber sehr oft gespielt. So gesehen, hört bitte mehr auf die Stimmen von Michaela und Christian. Aber es wäre jetzt für mich ein Spiel, das man sagt, wo ich sagen würde, ihr müsst mich nicht schlagen, damit ich es nochmal spielen kann. Also ich kann mal gerne, aber es ist so im Bereich 5 bis 6 und dann, ja, also wegen der schönen Optik und dass es eben doch wenig Wartezeiten gibt und tatsächlich dann auch die Spielzeit nicht zu lang ist, ist es schon etwas, wo es durchaus über dem Durchschnitt ist. Also 6 Punkte gibt es bei mir und gibt es sogar. Michaela. Du bist fertig? Ich bin sowas okay. von... Du bist sowas von fertig. Ja. Also mir gefällt das Spiel auch sehr gut. Auf jeden Fall gelegenheitsspielertauglich und familientauglich. Auch die Optik gefällt mir sehr gut. Wir haben es ja auch schon mehrfach zu zweit gespielt, Christian. Es funktioniert zu zweit auch sehr gut. Da werden dann halt bestimmte Felder noch durch neutrale Hütten dann belegt, sodass man die halt im Zweierspiel nicht nutzen kann, damit das Feld natürlich nicht irgendwann zu groß wird. Ich finde es im Zweierspiel noch ein bisschen übersichtlicher. Ich habe jetzt im Viererspiel nachher auch immer so ein bisschen die Übersichtlichkeit verloren, diese Reihen und Spalten, die ja nachher anhand der Mehrheit gewertet werden, und zu gucken, wo bin ich jetzt noch drin, wo kann ich vielleicht noch was machen. Da habe ich so ein bisschen den Überblick verloren. Das hat aber jetzt im Spielspaß an mir keinen Abbruch getan.
Was ich auch einen schönen Mechanismus finde, ist halt, man kann ja entweder Karten ziehen oder bauen oder Amuletto ziehen, dass man diese Karten entweder verdeckt oder offen zieht und dass diese Kartenauslage halt nicht immer gleich nachgefüllt wird. Das heißt, wenn ich am Anfang denke, ach, ich brauche jetzt eigentlich noch ein Gras, weil ich nur auf Grasland bauen kann, ich bin aber ziemlich weit unten und das Gras ist vielleicht schon weg, das offene, dann ziehe ich ein verdecktes, dann habe ich in dem Moment vielleicht auch Pech, dass ich keins bekomme. Das macht für mich auch so ein bisschen den Spielreiz aus, dass ich vielleicht noch nicht ganz genau weiß, kriege ich überhaupt das, was ich eigentlich gerne möchte. Und diese Spielkürze und auch die Einfachheit der Anleitung finde ich sehr gut. Mir macht das Spiel sehr viel Spaß. Von mir bekommt das Spiel ein sehr gut, eine 8. Mhm. Und ich spiele das Spiel immer gerne wieder. Und wie gesagt, es macht mir auch im Zwei-Personen-Spiel sehr viel Spaß. Siehst du? Und jetzt ist überraschenderweise, war ja die ganze Zeit, er war ja gar nicht weg. Naja, wir haben ja gar nichts gesagt. Christian, du warst die ganze Zeit da, oder? Ja, selbstverständlich. Wiederhol doch mal unsere Punkte. Ich habe keine Ahnung, was ihr jetzt benotet habt. Nein, aber deswegen kannst du ganz frei und unbeleckt jetzt mal sagen. Nicht so viele Wiederholungen. Ja, ich halte mich kurz, ganz kurz. Ich habe ja den Schluss von Michaela mitbekommen. Mir gefällt das Spiel auch extrem gut. Mir hat es jetzt im Vier-Personen-Spiel auch sehr viel Spaß gemacht. Im Zwei-Personen-Spiel finde ich es eben schön. Man hat eben zwei Schalen, dadurch hat man eben auch zwei Möglichkeiten in der laufenden Runde etwas zu machen, was ich persönlich sogar gefühlt einen Ticken besser finde als jetzt im Vier-Personen-Spiel, wo man eben nur eine Möglichkeit pro Runde hat und man dadurch doch relativ schnell ins Hintertreffen kommen kann, gerade was eben das Spielende betreffen kann. Grafik finde ich auch sehr, sehr schön. Erinnert mich so ein bisschen an Manila. Mhm, das war mir auch gleich eingefallen. Ich weiß gar nicht, Manila war auch Zocht, glaube ich, sogar aus dem Kopf. Ne? Also vielleicht ist es sogar der gleiche. Achso, deswegen wolltest du wetten. Illustrator. Also von daher ist es sehr, sehr schön aufgemacht. Ich finde auch so dieses... Die Balance finde ich sehr gelungen bei dem Spiel, dass man eben diverse Möglichkeiten hat, an Siegpunkte zu kommen, diverse Möglichkeiten hat, innerhalb des Spiels seine Schwerpunkte auch nochmal zu verändern. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und wenn ich sage sehr, sehr gut, dann kriegt das Spiel von mir 8 Punkte. Cool. Sehr schön. Ich finde es auch mal schön und das ist, finde ich, auch mal etwas sehr Versöhnliches. Am Ende der Anleitung steht, es kann mehrere Sieger geben. Das ist doch mal schön. Schöner geht's doch gar nicht, oder? Alle sind glücklich. Eine Win-Win-Situation gab's hier nicht. Aber egal. Heute mal. Und es gibt noch eine Variante, die dabei ist. Die haben wir hier im Tütchen. Die haben wir aber alle noch nicht ausprobiert. Richtig. Und was ich noch sagen finde, hervorzuheben, ist das schöne Tiefziehteil. Das finde ich mich total toll. Soll ich mal auspacken? So, die meisten Tiefziehkleider in der heutigen Zeit sind ja wirklich nur der Karton. Und hier kann man wirklich schön die ganzen Spielerfarben so richtig schön sortieren. Das ist richtig schön gelungen. Das gefällt mir sehr gut. Ja, möchte jetzt, ich auch nochmal hervorheben. Ja, positiv. Jetzt Tiefziehteile mal. Da ist es. Ich werde hier geschlagen. Was ja, du wolltest mir den katzenverseuchten Deckel geben. Ah, okay. Der ist nicht katzenverseucht. Oh, jetzt aber. Jetzt der haben ist wir katerverseucht. So, ja. Tiefsee-Teil. Jetzt nicht ablenken. Genau. Schönes Tiefsee-Teil. So, Spielzeit ist, glaube ich, Sendezeit ist, glaube ich, abgelaufen. Ja, genau. Wir haben ja ein Zeitlimit. Wir haben hier getaktet, es geht hier Schlag auf Chef, Schlag. Chef hat uns nämlich ein Zeitlimit jetzt gesetzt. Nein, ich habe nur eine Idee geäußert. Damit ist die Redezeit von Henry auch diesmal wesentlich kürzer geworden. Ja. Stimmt, das auch gut. Ne? Gut, glaubst du in sich nicht, dass er immer noch seine 70% hält? Nein. Aus meiner eigenen Beobachtung kriegen wir noch weniger Geld. Wir können ein bisschen langsamer reden. Aber das kann ja Gott sei Dank heutzutage, wer YouTube oder irgendwas hat, der kann das ja auf so halbe Zeit auch einstellen beim MP3-Player und dann klingt es wieder einigermaßen. Dann haben wir so Sharping-Niveau. Ja, genau. Okay. Gut, aber bevor es völlig abdriftet, ich glaube, wir sind durch. Ja. Wir haben es. Richtig. Dann können wir uns wieder hinlegen. Das ist so ein tolles Spiel. Ah. Bist du zufrieden mit der Zeit? Ja, alles gut. Gut. Hey. Deswegen gibt es von mir auch ein fettes hier. Freundschaft! Und tschüss. Und tschüss. Ob wir mit 90 auch immer noch am Spieletisch sitzen? Weiß ich nicht. Lass uns mal probieren. Einige Spiele gehen ja nur bis 88. Und dann? Dann dürfen wir die nicht mehr spielen. Und dann tauschen wir unsere Gebisse aus am Spieletisch. Genau. Es gibt übrigens jetzt noch die Proberunde, nur dass man es nochmal weiß. Ach ja, das müssen wir noch sagen. Genau, unbedingt dranbleiben. Genau. Ich finde das immer schön, diesen Battle, wer hat am Schluss das letzte Wort, ne? Ist schon aufgefallen, Pümchen? Und damit sind wir in der Beispielrunde. Genau, ein Let's Play von Magrovia, zumindest die ersten Minuten. Ein Let's Play. Man guckt Leuten dabei zu, wie sie Spiele spielen. Normal bei Videospielen ist das der heiße Scheiß aktuell. Der heiße Der Scheiß mit, aber mit Z geschrieben. Und wir spielen also jetzt eine Proberunde. Richtig?
Du bist völlig aus der Bahn geworfen. Ich bin rausgeschmissen. Mit dieser Jugend-Speech. Nee, wegen dem Z und dem, ich dachte, im Duden steht das nicht drin mit Z, aber egal. Nee, da stehen aber viele Jugend-Speech-Sachen nicht. Da steht auch nichts mit LOL und so, nein. Das ist wohl wahr. Das stimmt. Weil so. Da gibt es ja auch verschiedene Auffassungen. Kinder, wir sind hier mitten beim Spiel. Also, ich muss mich konzentrieren. Kannst du mal auffüllen, bitte? Nee, ja, das wollte ich gerade machen, aber ich dachte, das erklärt dir jetzt gerade. Ah, okay. Ja, es werden gerade Karten aufgefüllt. Genau. Die sieht man viermal die Zahl und dreimal, wieso dreimal? Muss man viermal, oder? Nein. Dreimal? Okay. Ja. Das kommt ja nicht auf 7. Ja, stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also als ich bin Startspieler, deswegen liegt dieses Plättchen hier. Das und hast du jetzt nur gemacht, damit du die Beispielrunde erklären kannst. Richtig. Ne? Ja. Und ich lege jetzt diese Karte, mein Häuschen hier, oder die Schale, dahin, wo ich denn die Aktion durchführen kann. Wir haben diese Aktion, einmal rechts, einmal links. Und ich führe und will gerne und werde tun, das hier machen. Aber noch nicht jetzt, sondern erst, wenn du dran bist. Genau. Wenn das Schiff auf deinem und jetzt im Uhrzeigersinn darf der Nächste sich überlegen, wo er seine Schale hinlegt. Aber er darf sie nicht dahin legen, wo schon Schälchen liegt. Ja. Weil es ja passen würde, ne? Das würde ja gehen. Ja. Geht aber nicht, das so steht es in Regel. Das kommt vielleicht dann nochmal ja. So. Wie mein? So. So. Und Michaela darf nochmal. Mhm. Wo mag Michaela ihre Schale hinlegen? Tja, das ist jetzt die Schale der Weisheit. Ja. Könnte auch von Tupper hier. Das erste Mal im Spiel gar keine Karten mehr auf der Hand. Das ist so ein bisschen unglücklich. Oh. Und dann hast du nicht mal die meisten Siegpunkte. Ja. In der um den Spielplan umlaufenden die meisten Häuptlingspunkte. Habe ich auf jeden Fall auch nicht. Ich bin lila. Aber das wird sich jetzt gleich massiv natürlich ändern. So, es geht los. Das Schiff fährt und zwar zur Nummer 1. Das heißt, Michaela darf zwei offene Karten ziehen und eine verdeckte. Und es ist wichtig, zuerst die offenen, dann die verdeckten. Und da hätte ich gerne einen. Nee, die muss ich ja verdeckt nehmen. Zwei offene, eine verdeckte. Richtig. Sehr schön, ich danke dir. Gut, das Schiff geht weiter. Kommt zu Türkis. Darf eine offene, eine verdeckte Karte nachziehen. Und tut das auch. Oh sie nimmt ein blaues Gott. Wasser und... Ein blaues Wasser? Einmal eine Zahl. Ich darf zwei verdeckte oder zwei offene legen, nehmen. Ich nehme mir mal einfach, was weiß ich, davon eine verdeckte und hiervon eine. So, ich muss ja eine offene... Erstmal fährt das Schiff weiter. Dann muss ich eine offene nehmen. Ja. Dann nehme ich eine verdeckte. Und noch eine verdeckte. So. Das Schiff wendet. Genau, jetzt bin ich wieder dran, weil ich der unterste bin quasi. Und jetzt kann ich entweder, das bedeutet der Strich da, das sieht man wahrscheinlich nicht egal, kaum, man aber eine verdeckte Karte nehmen oder aber die Amulettfunktion ausüben. Und da ich schon ein bisschen weiter oben bin, nehme ich die. Das heißt, ich darf aus diesem hochwertigen Jutesack zwei Amulette rausnehmen, anschauen, verdeckt. Was sie jetzt nicht sehen, ist, dass sie es nicht sehen können. Wir gucken nicht. Ich glaube, das war die falsche Seite, oder? Ich hab's ja, ich wollte nur zeigen, dass ich eins habe. So, gut, das Schiff geht weiter. Ich könnte auch was rausziehen oder ich baue und das ich baue nämlich. Und zwar kann ich bauen entweder in Blau, also im Wasser, oder im Wald. Ne? Und dann schauen wir mal, wo wir denn jetzt hier schöne Bauplätze für uns finden. Zum Beispiel... Wäre ein schöner Ort zum Bauen der. Da gehe ich jetzt mal rein. Dann mach doch eine Zahl, du weißt noch. Dafür muss ich jetzt eine 10. blaue Karte legen. Und Klasse. Exakt 10 genau an Punkten. Kostbarkeiten. So. Und dann kriege ich dafür, weil da vier Sonnen sind, 1, 2, 3, 4. Häuptlingspunkte, genau. Genau. Das Blümchen. Doppelhütte. Oder eine Hütte. Doppelhütte auf einem Feld, wohlgemerkt, bedeutet aber auch doppelte Baukosten. Aber auch doppelt so viele Hütten. Nämlich zwei. Ja. Statt einer. Ja. Ja. Das hat so eine Doppelhütte an sich. Fett. Fett. Und wie man sieht, hat es sich noch keiner getraut, eine Doppelhütte zu bauen. Mache ich auch nicht. Ich setze in den Steinkreis, weil das mag ich so gerne. Okay. Ich zahle dafür 5 und ein Waldfeld. Das ist auch bei 4. Da merkt man richtig, wie die Steinfelder richtig so... Zack. Wechseln. Genau. Und geh dafür einen hoch, bitte. Ja, du kriegst aber noch einen Siegpunkt. Oh ja, den nehme ich auch gerne noch mit. Siehste? Fast vergessen. Aufregung fast vergessen. So, ich bin Startspieler. Ich hätte gerne das Startspielerplättchen. Ja, hier dann natürlich wieder ganz hinten dran. Dann überlege ich nochmal, wo die Vögel hinfliegen. Und du pass auf, dass dein Amulett nicht in die Krabbel kommt. Ja. Ich fliege mal so dahin. So, und dann alle Schalen. Was? Hast du die Vögel jetzt bewegt? Ich habe einen Vogel bewegt, ja. Das war die Proberunde, glaube ich. Wir haben es mal gesehen, wir haben es erlebt und das... War es dann erstmal. So geht das jetzt stundenlang. Hast du bewegt? Ja, habe ich. Und wie lange es war und ob es so einen Spaß gemacht hat,
Das hat man ja schon gehört. Dann sagen wir mal und tschüss. Wie, du machst das immer falsch. Und wie toll uns das gefallen hat, hat man ja schon gehört. Henning bringt seine Wertung schon rein. Nein, wir werden das ja gehört haben, werden wir. Wir werden Konjunktiv Irreales 2. Tschüss. Gehört haben, werden wir tun. Tschüss. Also, tschüss. Ich überleg doch schon.